Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Minecraft Die Insel 2. Wir warten ja immer noch geschmeidig auf unserem Baum, dass er endlich seine Setzlinge fallen lässt, sodass wir hier vorne noch einen zweiten Baum pflanzen können. Zurzeit haben wir noch keinen. Der zweite ist schon gewachsen, den sehen wir hier. Der hat zwei Knochen mehr beansprucht. Ist eigentlich ganz schön, dass es jetzt so schnell noch geklappt hat. Ich habe gedacht, das reicht noch nicht. Weil das Dach. Oh, Möhren sind fertig. Cool. Eins, zwei, drei, vier. Und hier drüben ist auch noch ihr Weizen fertig. Kam jetzt mal kein Setzling raus. Ja, das hat das Hardcore manchmal so mit sich. Jetzt sind mal zwei Setzlinge, sage ich schon, Samen rausgekommen. Können wir erstmal hier hin tun, oder? Okay, Zombie-Leber, ja auch. Waren ja Zombies. Können auch mal hier die ganzen Monster-Drops vielleicht mit hier reinsetzen. Die Pfeile behalte ich. Die Kohle, ja. Wir machen uns drinnen mal eine neue Truhe. Mal sämtliche Sachen reintun. Ist immer so eine Frage, wo die hinkommt, ne? Suche ich jetzt alles Wertvolles mal rein. Das können wir mal hier. Der Apfel kommt raus. Das auch. So, Kohle. Irgendwas. Nö. So, Eisen. Kohle. So. So. Hier war noch was. Hier. Und jetzt so, 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 Sticks. Super. So, vielleicht hier noch diese zwei Steinschaufeln mit rein. Sehr gut. Ich habe nämlich wieder. Auch wieder nur einen. Schade. Werden sie noch nicht fertig wieder? Gucken wieder nach den Setzlingen. Ja, cool. Eins, zwei, drei. Den Baum wollten wir ja lassen, ne? Du-du-du-dum. Also, da jetzt noch was raus. Ah, ja, vier Setzlinge, super. Und so. Vielleicht doch so. Wir haben jetzt das schon wieder weggelegt, ne? Na, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja, guck mal hier, Knochen. Super. Doch, kann man eh nichts craften, deswegen mache ich da eh Knochenmehl raus. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ist denn noch höher? Der ist noch höher. Ich gehe ein bisschen weiter weg. Wie hoch die sind. Das sind unendlich viele Holzreserven. Yay! Also eine Holzsorte haben wir schon mal wieder auf die Insel gebracht. Das bedeutet, wir gucken mal ganz kurz ins Questbuch, weil ein Cedric muss auch immer mal ins Questbuch gucken.
Quest 1 haben wir geschafft. Quest 2, versuche Alwetter als Stein herzustellen, Schwert, Arg, Spitzhacke, Feldhacke, Schaufel, haben wir ja gemacht. Quest 3, höchste Zeit ein Feld anzulegen, so eine Süßwasserquelle, Feld zu bewässern, darab baue gleich eine Hauptinsel ein, unendliche Wasserquelle. Haben wir nicht, glaube ich, gemacht. Also, das Feld haben wir schon angelegt. Warte mal, so. So. Okay. Okay, gut. Haben wir 50-50 gemacht. Quest 4. Überlebenskünstler, was hältst du davon, dir eine Unterkunft zu bauen? Ja, klasse. Fälle, Bäume deiner Wahl, Bausteine. Haben wir getan. Gehört noch dazu, ne? Ja, richtig. Du brauchst, du baust dein Haus aus Stein und Holz. Haben wir getan. Du brauchst einen Ofen. Hunger steht in der Luft. Stelle einen Ofen, haben wir gemacht. Baue Sand ab, haben wir gemacht. Stelle Glas her, haben wir gemacht. Gestalte Fenster, haben wir gemacht. An deinem Haus, ja. Quest 5. Ein Bett wäre jetzt genau das Richtige. Oder suche drei Schafe und töte sie, haben wir gemacht. Suche drei Schafe. Suche Schafe, ja. Gefunden. Töte drei davon. Gefunden. Gefunden. Hier, haben wir gemacht. Suche Eisenerz, haben wir gemacht. Schmiede eine Schere, haben wir auch gemacht. Jetzt, wo du eine Schere besitzt, kannst du dich mit dieser austoben. Austoben, genau. Quest 6, Abenteuer. Stein und Rohstoffe sind gerade knapp. Um eine Mine ist auch nicht in der Reichweite. Dann begebe dich außerhalb des Inselkomplexes auf eine Erkundung der Welt und auf eine geeignete Höhle für eine Höhlentour. Haben wir gemacht. Vergesst dabei nicht, dass du nur auf der Hauptinsel nächtigen kannst. Haben wir drauf geachtet. Höhlentour haben wir gemacht. Bringe zwei neue Baumarten mit auf die Insel. Eine haben wir gemacht. Die zweite noch nicht. Ei! Es war Nacht. Es war ein englischer Abend. Hab ich nicht irgendwas verwählt von Dark Oak Wood Forest? Schwarzeichenholz haben wir vergessen. Scheiße. Sagt man nicht. Bescheidene Tatsachen. Bescheidene Tatsachen. Okay. Da wissen wir aber, wo das Schwarzeichenholz ist. Quest 7. Intelligenz. Du hast kein Zeitempfinden mehr und verirrst dich schnell. Es wird Zeit für ein wenig Power in deinem Inventar. Stelle ein Ohr her. Stelle einen Kompass her. Das können wir noch nicht. Wir haben noch keinen Redstone. Du verlierst langsam die Sprache, begebe dich auf Exkursion, finde ein Dorf, haben wir getan. Handel mit mindestens drei Dorfbewohnern des Dorfes, haben wir noch nicht getan. Gib dem Dorf einen Namen, haben wir auch noch nicht getan. Nehme mindestens einen Smaragd mit nach Hause, haben wir auch noch nicht. Stelle einen Raben her, haben wir auch noch nicht. Lege den Smaragd als Sänderin in den Rahmen. Können wir natürlich nicht gehabt haben, Glück gehabt, riskant, aber zu schaffen, ein Malheur. Versuchen mit zwei Herzen zu überleben. Ursache dafür ist egal. Haben wir schon getan. Oder wurde uns schon zugetragen. Rot ist Danger. Oh, du bist der Entscheidung, ein Nachtwächter zu bauen. Das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Blabla. Elf. Inselformige Gestalt. Tausend zu klein. Lass es vergrößern. Du hast einen Plan. Vergrößert die Insel. Bau eine Schmiede. Bau ein Lagerhaus. Bau einen Brunnen. Brunnen sind wir gerade schon dabei. Endstation. Das ist wie gesagt keine Herausforderung. Das End. Wenn man das Buch zumacht, ist es ein bisschen laut. So, die Zeit bleibt wie gesagt stehen, wenn man das Buch besitzt. Das hat der Norbert uns schon gut beigebracht. Das wissen wir jetzt schon auch so und so gut. Und ich bedanke mich dafür, dass ich die Erkenntnis bekommen habe, dass das funktioniert. Ein sehr schönes Lied. Nee, so. Und so. Essen. Essen. Dam, 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 dam. So. Ab aufs Dach.
Wait for you. Irgendwie erinnert mich das Lied an Life is Strange. Keine Ahnung warum. Irgendwie so. Ist auch irgendwie so gefühlvoll. Nein. Ist dann aber wieder zu viel Power für Life is Strange. Das ist immer so ruhiger Gitarren, Musik und sehr, sehr gefühlvoll. Auf jeden Fall. Da ist auch einigen Spielern, wenn man das so mal sich durchgelesen hat, eine richtige Träne geflossen. Kann man sich so als normaler Bürger gar nicht vorstellen, der das Spiel noch nicht gespielt hat. Aber ich selbst in meinem Freundeskreis habe sehr viele Kumpels, die das auch gespielt haben, wo ich mir ein Bild machen kann, wo dann einige Diskussionsrunden aufgekommen sind. Und diese Stimme erinnert mich immer an Chloe. Weil Max und Chloe waren ja immer die Best Friends. Ja, aber durch. So. Mensch. Hab da jetzt die Stufen. Funktioniert nur nicht bei mir, ne? Bei Phoenix klappt's, aber bei mir nicht. Das haben auch sehr viele geschrieben, dass es klappt. Vielleicht klappt das in der 1.9 besser. Na, 1.8 gibt's wie gesagt noch nicht. Bei mir zumindest, ne? So. Wir haben jetzt keinen Stein mehr, ne? Das ist ein bisschen dumm gelaufen. Warte mal, ich habe hier drin auch noch Stufen. Wir tun jetzt mal was ausprobieren, was vielleicht auch gut aussehen könnte. So. Passt nicht ganz, ne? Passt nicht ganz. Soll er abnehmen? So. 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 Und hier kommt ein ganzer Koppelstein rein. Finden wir denn noch einen? Irgendwo? Ja, ja. Der letzte Stein. The last stone of us. Bam. So. Ach, jetzt haben wir es vergessen. Nein! Keine Setzlinge mehr. Verdammt. Na gut. Lass mal das Ganze. Ach, hier drin ist noch kein Bett. Das ist ja oben. Ich verabschiede mich bei dieser Folge. Und wünsche euch noch allen einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.